Hallo, ich bin Nicola. Kommt und begleitet mich zu Aktuelles aus dem Tiergarten. Ihr habt es bestimmt schon erraten. Heute starten wir im Kinderzoo bei unseren Zwergziegen. Unsere geduldigen Kamerun-Schafe eignen sich hervorragend als Klettergerüst für den munteren Ziegennachwuchs. Oh, da liegt wohl etwas Heu auf dem Rücken. Oder ist es eine Massage? Die Zicklein sind sehr verspielt. Schaut, wie interessiert sie hier hinter den Staren herlaufen. Sie genießen die herrliche Februarsonne, aber vielleicht vermissen sie auch die Besucher. Jetzt gehen wir kurz ins Manatee-Haus. Bei unseren Atterameisen ist etwas ganz Besonderes passiert. Zum ersten Mal bereiten sich die geflügelten Männchen auf einen Hochzeitsflug vor. Ob auch Jungköniginnen dabei sind? Ist unser sibirischer Tiger Nikolai unter die Vegetarier gegangen? Oder ist heute einer seiner Fastentage? Nein, keine Sorge. Im Haus gab es ein großes Stück Rinderbrust zum Abnagen. Im vollen Galopp kommt das jüngste Herdenmitglied der Somali-Esel um die Ecke. Der kleine Hengst ist erst wenige Tage alt. Viele Informationen gibt es demnächst im Exklusivvideo Somali-Esel von meiner Kollegin Laura. Bei unseren Gorillas gab es heute zum Frühstück mit Quark ausgestrichene Futtereimer. Kato zeigt uns hier sehr schön, wie leere Eimer noch wunderbar als Spielzeug verwendet werden können. Schauen wir mal, was hat er jetzt vor? Übt er einen Spagat? Auch zum Trommeln sind sie hervorragend geeignet. Katos Mutter Habibu konzentriert sich ganz auf die im Holz versteckten Rosinen. Der 4 Monate alte Akono übt sich weiter im Krabbeln. Es wird immer besser. Aber so viel Anstrengung macht müde. Bis zum nächsten Mal bei Aktuelles aus dem Tiergarten. Dein Tiergarten Nürnberg.